Hallo, meine lieben Kreativlinge. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich eine Kooperation mit newcraftday.com und ich dürfte mir was aussuchen. Ein Diamond Painting Bild. Wie soll es auch anders das sein? Es beruhigt. Also für viele ist es nichts, aber es beruhigt. Ich finde es unheimlich entspannend. Es sei denn, man verschüttet die Steine. Das ist dann nicht mehr entspannend. Aber egal. Die haben zurzeit eine Aktion. Ab $50 Bestellung bekommt ihr zwei Gratisgeschenke und aktuell oder halt eben auch aktuell 10% mit dem Code NEWCRAFTDAY10. Werde ich aber alles verlinken unten in der Infobox. Ich werde auch mein Bild unten in der Infobox verlinken. Wie gesagt, den Code auch und die Webseite selber noch einmal. Aber das schreibe ich alles dazu. Und es ist heute angekommen und ich bin so mega happy. Sag mal was anderes. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt. Ist gerade vor einer halben Stunde angekommen. Und ja, ich muss unbedingt wissen, wie es aussieht. Das war's. Ich bin gespannt. Ne? Es wird bunt, es wird bunt, es wird bunt. So rum kurz. Ist das nicht süß? Sorry. Ja, auf jeden Fall ist das nicht mega süß. Das ist auch kleiner wie meine anderen Projekte, aber ich fand es so putzig, ich musste das haben. Jetzt mal so komplett was anderes. Ich bin so gespannt, wie es ausschaut, wenn es fertig ist. Zeige ich euch natürlich. Oh, ich finde die putzig. Natürlich ist dabei ein Grundset. Na, hier ist das Wachs, dann ein Schiffchen und ein Diamond Painting Stift. Und ich habe mich wieder für Rundsteine entschieden. Eben weil es einfacher ist zu painten. Man muss da nicht unbedingt. Gerade für Anfänger sind Rundsteine besser geeignet, weil die dann nicht wirklich millimetergenau sitzen müssen, sondern können auch mal so ein bisschen. Ne? Also, ihr wisst schon, wie ich meine. Ja, auf jeden Fall alle Farben dabei. Ich weiß gar nicht, wie viele Farben sind es denn? 24? Eine Menge Farben. Aber ich finde es so putzig. Ich habe das gesehen und habe mich sofort verliebt und gesagt, das muss es sein. Ist ja mal was anderes. Oh, ich finde es süß. Ich werde euch natürlich immer mal wieder mitnehmen. Oh, ich freue mich schon. Oh, es ist so putzig. Denkt euch nichts dabei. Ja, wie gesagt, ich werde alles unten in der Infobox verlinken. Werde euch dann, wenn es so aufs Ende zugeht oder vielleicht so zwischendurch mal gucken, auch mitnehmen. Je nachdem, wie ich lustig bin und wie ich Zeit habe. Aktuell ist die Kleine ja wieder daheim. Ja. Noch einmal vielen lieben Dank an newcraftday.com für die Kooperation. Ich finde die echt süß. Ich bin sehr gespannt, wie es ausschaut, wenn es fertig ist. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich streichle die jetzt noch ein bisschen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich Tschüss. Wünsche euch eine schöne kreative Zeit. Ich könnte die echt den ganzen Tag beliebäugeln. Diese süßen Augen. Ja, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich Tschüss. Wünsche euch eine schöne kreative Zeit. Ich wiederhole es zum zweiten Mal. Bis dahin. Bye, bye.